Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Outer Worlds. Gestern in der Folge haben wir die Questreihe von Lilia weitergemacht. Diese hat uns dann zu Catherine geführt und Catherine hat uns nun ein Angebot unterbreitet, in dem wir Clives, wie heißt das nochmal, Borstwurst-Werk sabotieren sollen oder ihn ausschalten. Und dahin sind wir jetzt auf dem Weg. Viel Spaß. Knock, knock. Dann machen wir die Aufträge, bevor wir dann zurückgehen. Das ist ganz gut, dann müssen wir weniger quatschen. Mir wurde schon langweilig vom Reden. Also ich muss sagen, die Gespräche in Fallout sind weitaus unterhaltsamer als diese. Ich weiß nicht, woran das liegt. So, wo müssen wir hin? Das klingt in Ordnung. Ja, das kriege ich doch hin. Aber ist das nicht das Geheimlabor? Ich weiß auch nicht. Läuft da gerade was ganz Winziges lang? Ach nö, sah nur so aus. Na gut, ich werde euch mal ein bisschen snipern. Ich hoffe, ihr habt nichts dagegen. Mit dieser hübschen Waffe, die extra für euch da ist. Kaboom! Kaboom! zu einfach mit euch. Zu einfach. Und dann kommst du noch. Hab ich irgendjemanden vergessen? Nö. Alle tot. Wir haben gleich ein Level Up. Nice. Ach, guck mal, da ist noch einer. Der wusste nicht mal, wo ich bin. Muss euch leider alle plündern, wenn ich euch alle finde. Ja, zumindest einen Teil habe ich gefunden. Ja, drei Stück habe ich gefunden. Ha! Vier! So, ich bin schon wieder hungrig. Vom ganzen Reden. Ich muss nur zwischendurch irgendwelche Viecher erledigen, damit ich wieder Zeug kriege. Ah, das war das Gebäude, was wir gesehen haben, wo wir nicht reingegangen sind. Oder eines der Gebäude. Ich wusste das. Das sind die Gebäude, die ich ausgelassen habe, weil ich wusste, dass das einfach Quests sind. Es war einfach eindeutig. War da gerade irgendwas? Ja. Oh, Scheiße. Ja, die habe ich gewarnt. Naja, der Roboter ist tot, mehr wollte ich nicht. Hör auf mich anzuschießen. Jetzt bin ich auch noch durstig. Okay, ich tendiere dazu, in der nächsten Zeit, wenn ich was kaufe, Trinken zu kaufen, weil Trinken geht so schnell leer. Das kann man leider nicht so gut sammeln wie Essen. Essen kann man richtig gut sammeln. Durable-Schütze aufheben, danke. 95? Dein Ernst? Es dauert so lange, bis ich da hinkomme. Aber 95, da muss echt schon was Krasses drin sein. Wenn es mit 95 geschützt ist. Ich hoffe, ich kann mir das merken. Ich habe wahrscheinlich so viel schon gemerkt und vergessen. Aber vielleicht werde ich mir ausgerechnet das merken, weil es... weil es 55 hat. 95 hat. Holy shit! Bist du tot? Wow. Wow. Heilige. Und ihr kommt nicht hierher. Zack. Der hat es nicht mehr bemerkt. Der legt sich erstmal hin.
Ich bin echt stark geworden. Aber ich muss jetzt wieder so arbeiten. Ich habe zu viele Waffen. Gehen wir erstmal darauf. War das nicht mit dem Geheimgang? Hier? Ja. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Okay, das führt mich da hinten hin. Ich wollte schon sagen. Das klingt für mich wie ein und dieselbe Quest. Genau, hier sind wir hochgegangen und dann sind wir zurückgegangen, weil wir dachten, vielleicht nicht die beste Idee. Okay, wenn ich mich ducke, weiß ich immer ganz genau, wo die Leute sind. Medizin. Vitaminbeisetzung in Zystenschweinfutter um 4000% erhöhen. Oh, Ruf gesenkt. Oh, kriege ich das hin mit nur Schleichen? Vielleicht kann ich mich komplett durchschleichen. Ich weiß ja, wo die Gegner sind. Scheiße. Dreh dich jetzt nicht um, Junge. Es gibt's doch nicht. Ach, guck mal, das ist noch eine Leiter. Vielleicht kann ich mich hier komplett durchschleichen. Schaffe ich es durch diese Tür, ohne dass mich der Roboter bemerkt? Vielleicht, er kommt genau hierher, ne? Einfach stillstehen. Scheiße. Nein! Aber das ist vielleicht möglich, dann hier hochzugehen. Okay. Siehst du mich hier? Nee, ne? Mein Ziel ist da hinten. Wie soll ich denn da hinten hinkommen? Ist da eine Tür? Nein. Puh. Es wird nicht einfach, sich hier durchzuschleichen. Und vor allem auch irgendwas zu finden dabei. Ich wünschte, ich könnte halt zwischendurch abspeichern, aber es geht auf diesen Schwierigkeitsgrad nicht. Vor allem alles, was ich einsammle, ist auch unnütz. Versiegelt. Aber ich bin schon wieder hier unten. Ich bin jetzt auf der anderen Seite. Wow. Ich bin nicht weit gekommen, Leute. Ich könnte gucken, ob da noch eine weitere Tür ist. Ist da irgendwas? Ja. Okay, dann muss ich warten, bis er jetzt da hinten hingeht. Und dann vielleicht durchschleichen. Ah, hätte ich doch nur diesen Ausweis. Aber ich glaube, da hängt... Ah, nee, der hängt am Monitor, der sieht mich nicht.
Vor allem muss ich da ganz hinten hin. Wo ist er? Ah, da. Jetzt geht er an mir vorbei. Jetzt geht er an mir vorbei. Bitte. Okay. Fließbandberichte. Oh. Schichtbeginn. Weil ich's kann. Oh, hier steht ja was. Ich will ja nicht sagen, ich hab's dir doch gesagt, aber ich hatte dir im April eine Nachricht geschrieben, dass die Stunde bald geschlagen hat. Oder etwa nicht, falls du dich erinnerst. Das war einer der Gründe, warum ich dich angefleht hatte, doch bitte schnell eine Entscheidung zu treffen, womit ich versehentlich leider deinen Zorn auf mich gezogen habe, weil ich dich drängte. Aber nun sind meine Befürchtungen wahr geworden. CNP hat Monarch genau wie die anderen verlassen. Die Fabrik ist in betriebsfähigem Zustand, aber immer weniger von uns erscheinen zu ihrer Schicht. Was soll es auch bringen? Die letzten beiden Bitmodule mit meinem fehlenden Gehalt habe ich nie erhalten. Was bedeutet, dass ich meine Miete nicht zahlen kann. Aggie, geschweige denn die Spielsucht deines Tu-Nichts-Gut von einem Cousin sponsern. Immer wenn ich diese Art Bedenken anbringe, tust du sie mit einem Lachen ab, aber ich mache keine Witze, Aggie. Es wird nur noch eine Frage der Zeit sein, bis ich auf der Straße sitze. Und was machst du dann? Mir weiter sagen, dass ich warten soll? Das kann ich nicht mehr. Die nächste Fähre fährt planmäßig am Donnerstag um 14 Uhr. Ich werde darauf sein und ich fände es wirklich schön, wenn du mitkämst. Wenn ich dich dort sehe, habe ich endlich eine Antwort. Wenn nicht, dann habe ich wohl auch eine Antwort. Aber in beiden Fällen werde ich nicht noch einen Monat lang warten. Wir sehen uns auf der Fährenplattform, hoffe ich. Mein Herz gehört dir, mein Körper nicht. Fitz. Ein Automat. Es lohnt nicht, hier irgendwas zu verkaufen. Kann ich irgendwas hier Tolles kaufen? Trinken zum Beispiel oder so? Kaku-Rippen. Frische Milch. Milch ist auch trinken. Zystenschweintumore. Ja. Die will ich garantiert haben. Es lohnt jetzt nichts, irgendwas zu kaufen, weil ich nicht weiß, ob ich es schaffe. Oh, ich darf hier rumlaufen. Oh, bin ich jetzt bis zum Eingang gelaufen? Okay, ja, das ist geil. Ich bin am Haupteingang. Ja. Cool. Die Frage ist nur, wie ich da hinten komme, zu Cliff. Geklaut. Geh weiter, Kleiner, geh weiter. Guck mal, da ist noch eine Tür. Ich glaube, ich muss da durch das Tor. Dann könnte ich weiterkommen. War das knapp. Eieiei. Okay. Wenn ich jetzt seinen Weg lang gehe. Und das hier beklaue. Aber mittlerweile komme ich schon ein bisschen klar mit dem Schleichen hier.
Man muss nur wissen, wie man es macht. Bleibst du stehen, Junge? Konzertrekrut. Ich frage mich, ob ich die beklauen kann. Verdammt, der bleibt da stehen, ne? Gucken, ob ich ihn beklauen kann hier. Scheiße! Er bleibt nicht lang genug stehen. Naja, war ein Versuch wert. Aber wir haben einiges gesehen. Ja, sie bemerkt mich beim Laufen. Erst wenn sie stillsteht. Nee, es wird nichts. Sie entdeckt mich zu schnell. Und der Sack bleibt ja nur stehen. Hier kann ich es manipulieren, aber dafür brauche ich Medizin 55. Ja, klauen hier bringt ja auch nichts. An dem komme ich nicht vorbei. Ich muss hinten rum. Der Bot ist genau bei ihm. Einfach schnell durch. Okay. Keine Ahnung, wieso ich hier immer noch alles beklaue. Das bringt eigentlich gar nichts. Die Frage ist jetzt, wie kommen wir zum Labor? Ich könnte natürlich eiskalt erschießen, aber dann habe ich wahrscheinlich die ganze Meute hinter mir. Mal gucken, Automaten. Kann ich hier irgendwas Tolles kaufen? Irgendwas Legendäres? Ecken. Tarnungsfähigkeiten. Tech-Fähigkeiten, oh ne. Nicht der Bringer. Und hier, das Ding ist aus. Achtung an alle, ich habe eine wichtige Ankündigung. Der König möchte dich zum Abendessen einladen. Ah, schade. Abwertungsprotokolle beim Roboter. Ah, ja, das könnte doch lustig werden. Auf was schießen die? Die schießen sich gegenseitig ab. Oder? Ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Offensichtlich alle getötet. Gut. Versiegelt? Ernsthaft? Da hinten ist das Büro. So, was geht jetzt hier ab? Habt ihr sie? Oh, ja. Na gut, aber ich bin's nicht, der sie tötet, also kriege ich auch keinen Rufschaden. So einfach ist das. Das Problem ist jetzt, dass die Roboter wahrscheinlich auch gegen mich kämpfen wollen. Das ist nicht cool. Vielleicht nicht mal die beste Entscheidung gewesen. Wir gehen hier einfach entlang. Die haben jetzt alle Angst. Okay, jetzt muss ich dem ausweichen. Aber die Menschen sind alle weg. Kann ich von... Ich meine, der bemerkt mich jetzt nicht mal.
Scheiße. Ich komme nicht mal an die Leichen ran, um zu gucken, ob die so einen Ausweis haben. Ja, jetzt muss ich nicht mehr auf die Menschen achten. Das ist so schon mal ein Vorteil. Guck mal, da ist eine Treppe, eine Leiter nach oben. Wir gehen einfach hier hoch, wo uns jeder sehen kann. Beste Entscheidung meines Lebens. Ja. Das habe ich vermutet. Oh. Okay. Er ist abgelenkt. Er ist halb tot. Scheiße, Mann. Ja. Security threat eliminated. Okay, ich bin kurz vorm Labor. Willkommen, Nutzer-Konservenmaschine. Ja gut, hier kann ich nichts machen. Wir haben es kurz. Wir stehen kurz davor, es zu schaffen. Okay. Brauche ich hier einen Ausweis? Ne, ich kann es hacken. Ich schaff's nicht. Hallo. Whoa now. And just what do you figure you're doing up here? These are my private quarters, friend. I don't allow tours up here. I don't allow tours ever on deeper consideration. Alter, sieht ja gruselig aus. Wahrnehmung. Du hast Blut auf deinem Hemd. Genau dort. Nein, tiefer. Certain things require a mess to do well. See, I was just killing some time. I prefer to prepare my dinner by my own hand. Nothing like fresh and bloody Borstwurst. Diese Teile stammen von Zystenschwein? I do own a factory known for specializing in the canning of Borstwurst. On occasion, I like to imbibe other parts of the cysty pig. Did you fancy me a cannibal? Perish the thought. No, I don't eat the bodies, I disappear. A joke, that last was. So, what can I do for you? My full attention is at your disposal. Sublight hat mich geschickt, um dich zu töten, aber wir können uns sicher einigen. By Sublight, you mean Catherine, do you not? That greedy star-crossed sow. Listen, friend. The Borst King of Monarch does not negotiate with coveters. How about you bring me Catherine's severed head, and I will gift you a lifetime supply of Borst. Also ganz ehrlich, wenn du mir jetzt Trinken angeboten hättest, so viel trinken wie ich will, ich hätte es genommen. Wie wär's, wenn du dich mit Catherine zusammenschließt, zwei große Imperien vereint? You desire that I should lower myself to Catherine's level of crassness and filth? I cannot fathom how that would cotton myself. The king built this golden monopoly brick by brick from the rubble when the corpse abandoned Monarch. No, he ain't the sort to partner up, as that requires the sharing of power and profits. Ach komm schon, Catherine ist eine tolle Frau und eine großartige Geschäftspartnerin. According to whom? No, I don't see the advantage to me. Besides, didn't anyone tell you? The king don't bow to demands, nor stoop to negotiations, friend. Ja, dann vergiss es. Never mind. Never I should mind. I will never you write up your dark, I mean, all right, yes. Listen, friend, the Borst King of Monarch does not negotiate with coveters. How about you bring me Catherine's severed head, and I will
gift you a lifetime supply of Borst. Ich denke drüber nach und komme dann darauf zurück. See that you do, friend. See that you do. Ich sollte gehen. Ich glaube, du hast einen Schalldämpfer drauf, ne? Ja, jetzt ist der Ruf halt gesenkt. Ich habe mein Bestes gegeben. Ich habe mich hier immer näher geschlichen. Ganz ehrlich, ich nehme persönliche Daten. Wer hätte das gedacht? Habe ich recht? Eine ganze Fabrik, die nur auf einen wartet und keiner hat eine Ahnung außer mir. Und jetzt noch der König, schätze ich. Das bin zwar auch ich, aber anders. Besser. Ich weiß, es ist nicht besonders klug, so extravagant zu sein, aber man wird hier so einsam. Nur ich und die Schweine und die Maschinen und jetzt auch noch der König. Die anderen werden aber bald kommen, um für mich zu arbeiten. Die Arbeitskräfte. Man muss klein anfangen, aber dann werden wir aufstocken. Und wir werden sie füttern und füttern und füttern. Der König kann kaum glauben, wie schrecklich gut alles gelaufen ist. Ich hatte nichts, aber nun bin ich durch eigene Kraft aufgestiegen, hab Fleisch und Geld in Mengen, die alles übersteigen, was man sich vorstellen kann. Macht und Privatsphäre sind mein, alles, was ich mir je wünschen könnte, ist mein, außer, und der König war zwar nicht von Anfang an bei mir, aber er war der Erste, der herkam. Er war es, der meine Einsamkeit vertrieben hat. Das ist die Wahrheit. Glaube nicht, dass ich diese Tatsache je vergessen oder verdrängen könnte. Alles klar. Ich glaube, ich hab's. Alles Personal, ob nun ein Fließbandarbeiter oder der Hausmeister oder ein sternverdammtes Zystenschwein wird instruiert, der König bei seinem rechtmäßigen Namen zu nennen und es richtig zu tun. Nichts da mit diesem Schlachthof Clive, Mist, sonst zeige ich Ihnen ein Schlachtfest, das Sie niemals vergessen werden. Habe ich mich klar genug ausgedrückt? Ja, phänomenal. Damit sollte es erledigt sein. Der Typ spricht von der dritten Person von sich. Ja, ja. Ja, guck mal, ein Fahrstuhl. Hallo? Wo genau führt mich das jetzt hin? Achso. Oh, ich verstehe. Was auch immer ich da aufgesammelt habe. Ich habe nicht darauf geachtet, weil ich Panik hatte zu sterben. Ja, Leute, wir haben es geschafft. Wir haben uns komplett durchgeschlichen. Gut, wir haben die Fabrik irgendwie innerlich zerstört und alle Arbeiter getötet, aber wir haben es geschafft. Ein rein theoretisch könnte ich jetzt noch diese Dokumente finden im Labor, aber 50. Aber ich denke, das wird reichen. Vor allem wollte er mich mit Wurst bestechen. Wie armselig, als wenn ich das annehmen würde. Wo führt mich das hin? Da bietet er mir einen lebenslangen Vorrat an Borstwurst an. Zu schade, dass es mir zu anstrengend ist auszusprechen und deswegen habe ich es abgelehnt und wir haben ihn umgebracht. Ja, morgen geht es dann Richtung Verbrechersyndikat. Mal schauen, was wir dann erleben werden. Ciao.